the hell? I'm dreaming. Or am I out of my fucking mind? Das ist die Frage, die es an diesem Punkt zu beantworten gibt. Und während der Anmoderation mache ich nochmal die Nachtsicht kurz aus und sage Hallo Leute! Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Outlast 2, die ich leider total verschnupft aufnehmen muss. Deswegen wundert euch nicht über die üblichen Schnupfengeräusche, die ja bei mir inzwischen, glaube ich, mehr oder weniger alltäglich geworden sind. Dieses übliche, wenn ich versuche in irgendeiner Art und Weise Luft in meine Lungen zu bekommen oder das, wenn mal wieder der ganze Schnodder runterläuft. Ja, ich weiß, ich bin gerade total widerlich, aber hey, guckt Outlast 2, was habt ihr erwartet? Gut. Was ich gesehen habe, ist, dass es tatsächlich einen Patch gab. Also irgendwie konnte man noch nachgucken, wie viele Batterien und sowas man hat, ne? Moment, das gucke ich nochmal. Scheiß drauf. Steuerung, Batterien aufladen, Verband anlegen, Inventar, ist Tabulator. Ja, da kann man nochmal reingucken. Und sehen garantiert überhaupt nichts. How the fuck do I get out of here? Doch, wir haben zwei Verbände. So viel sehen wir. Und eine Batterie. Okay, was ich gerade sagen wollte, ist, dass es wohl tatsächlich einen Patch gab, weil man sich anscheinend über den Schwierigkeitsgrad des Spiels beschwert hat. Und dieser Patch, der hat das Spiel an Schlüsselmomenten, so haben es die Patch-Notizen tatsächlich ausgedrückt, zumindest auf normal etwas einfacher gemacht, während auf den höheren Schwierigkeitsgraden halt die Herausforderung beibehalten wurde. Was auch geändert wurde, ist wohl das Mikrofon verbraucht keine Batterie mehr. Das ist wohl anscheinend tatsächlich jetzt nur noch Nachtsicht. Und die Batterien an sich, die halten jetzt tatsächlich auch länger, die haben mehr Saft. Das heißt, man kann sich tatsächlich ein bisschen mehr umsehen, ohne dass man befürchten muss, dass man gleich im Dunkeln steht und überhaupt nichts mehr sieht und geschissen kriegt. So, wo wir gerade dabei sind, würde ich sagen, starten wir hier einfach mal. Wow, was war das denn? So. Gibt es hier irgendwo irgendwas zu entdecken? Tatsächlich auch. Was würde Jesus tun? Das weiß ich doch nicht. Irgendwo eine Notiz, irgendwas. Gar nichts? Ist das euer fucking Ernst? Ja, ich muss die Tür noch mal kurz finden. Hier hinten war eine Tür. Es kann nicht sein, dass hier gar nichts ist. Ein bisschen Lala an der Wand und das war's. Ist das euer Ernst? Kann ich den Schrank hier vielleicht aufmachen? Wenigstens. Nein, auch nicht. Schubladen kann ich nicht öffnen. Na gut. Jetzt finde ich auch mal ganz gemein. Scheiße, ich wollte. Nee, geht nicht. Okay. Ich habe gedacht, da starten wir den Checkpoint nochmal. Weil wir haben ja jetzt Batterie verbraucht und mach mal diese scheiß Tür auf. Wow! Jessica. Ich habe gedacht, naja, die Batterieleistung, die können wir ja quasi wieder reinholen, wenn in dem Raum sowieso nichts zu finden war, aber ich kann nicht mehr jetzt nochmal die Notizen angucken bei Inventar, ne? There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Hat er gerade rückwärts gesprochen? Jetzt mal allen Ernstes, hat der gerade rückwärts gesprochen? Also, Outlast 1 war ja schon krass. Whistleblower hat dann nochmal einen oben drauf gelegt, aber das war mehr so,
So dieses alleine in einer Irrenanstalt und die Irren sind frei und wollen uns umbringen, aber das hier, das geht ja richtig so in biblische Proportionen auch, ne? Proportion, ist das überhaupt das richtige Wort? Hier mit den Christen und den Ketzern und alles. Ja, es hat mehr so ein bisschen Musikunterricht, genau. Das ist auch ein cooler Ansatz. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Finde ich aber auch mal eine ganz interessante Thematik, denn dafür, dass es so ein, ja, fast schon triviales Thema ist, ne? Christ gegen Antichrist quasi, mehr oder weniger, kommt es tatsächlich relativ selten in solchen Spielen vor. Weil sie sich wahrscheinlich alle denken, Jessica and Lynn. When we were. Oh, fuck. I'm back in the fourth grade. And here I thought this couldn't get any worse. Weil die sich wahrscheinlich alle denken, das ist so ausgelutscht, das Thema. Ja, wisst ihr, was auch mal cool wäre? Wow, ist die Tinte gerade einfach so erschienen da, oder sah das nur so aus? Tinte, genau, Tinte, hier. Die Kreide meine ich natürlich. Das sah eben so aus, als würde die sich bewegen, oder bin ich einfach nur bescheuert? Alter, ich halte mich hier so lange auf. Wir könnten vermutlich schon viel weiter sein. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Blockiert. Oh, na toll. Gehen wir halt hier lang. Und diese Schränke da, diese Schließfächer, die kommen mir sehr bekannt vor, sehr vertraut. Also, was ich gerade mal sagen wollte, ist, es wäre cool, wenn es irgendwie, vielleicht kommt das ja auch noch, wenn sie uns irgendwie einen Grund geben würden, dass wir tatsächlich die Kamera auch mal runterpacken und einfach nur mit unserem normalen Auge gucken, was weiß ich, irgendein Dämon oder irgendwas, den die Kamera nicht erfassen kann, den wir einfach nur so sehen können oder von mir aus auch andersrum und er kann nur mit Nachtsicht gesehen werden, wie in Rec zum Beispiel oder in auch der amerikanischen Version Quarantäne. Okay. Weil faktisch gesehen gibt es nicht wirklich einen Grund in diesem Spiel, sich jemals ohne die Kamera zu bewegen, oder? Den gibt es einfach nicht. Warum soll ich diese Kamera jemals weglegen, wenn ich dadurch die Notizen, die Kommentare und alles verpasse, keine Chance habe, hier das Mikrofon zum Beispiel mal einzuschalten? Okay, das ist interessant. Es ist totenstill. Aber sobald wir das Mikrofon ausschalten, das ist echt interessant. Hallo? Oh. Was bist du denn für einer? Interessanterweise kann ich das nicht mal mit Nachtsicht richtig rauskriegen hier. Nicht, dass wir irgendwie irgendwelche Fallen rennen. Da ist eine offene Tür. Wow. Ich starre auf den Bildschirm. Da liegt eine Batterie hinter, deswegen will ich da dran, oder? Weil ich diese Batterie hier haben will.
Aber scheiße, ist das beunruhigend. Der Kerl da hinten, der ist beunruhigend. Der steht da immer noch. Der wartet auf uns. Hier geht die Tür auch auf. Okay. Ich kann mich hier auf jeden Fall umsehen. Das ist schon mal äußerst interessant. Allmählich muss ich dann auch nachladen. Achso, wartet mal, wo wir gerade dabei sind. Macht der Kerl eigentlich irgendwelche Geräusche? Ja. Ja, doch, doch. Geräusche macht er. Okay. Wollte nur gucken, ob es hier noch irgendwelche Türen gibt, die wir öffnen können. So, laden wir gleich einmal kurz nach, wenn wir schon dabei sind. Wait. Ist er weg. Okay. Okay. Ich bin ja auch dämlich, ne? Ich, wenn er mir jetzt wirklich was hätte tun wollen, der hätte mich ohne Probleme gekriegt, weil ich so doof war und nicht mal auf die Idee gekommen bin, wegzurennen. Ich bin einfach nur rückwärts gegangen. Ich bin nicht mal rückwärts gelaufen, ich bin rückwärts gegangen. So, okay. Und nun? Kann ich, wieso kann ich mich verstecken hier? Die Türen auf? Nein. Okay. Aber die geht auf. Wenn wir nochmal nach hinten gucken. Man weiß ja nie. Überhaupt nicht bedrohlich und unheimlich hier gerade. Geil, ich sehe irgendwie gar nichts. Ich kann keine 2 Meter weit. Ui! Tür geht auf, okay. Ich kann ja keine 2 Meter weit gucken. Es ist ja miserables Wetter. Und miserable Framerate, wenn wir schon mal dabei sind. So, wo ist die scheiß Tür, die aufgegangen ist? Da. Ich, was ist da gerade passiert? Nein, ernsthaft, what the fuck ist da gerade? The outsider. No, so they killed you, didn't they? No. Not yet. But they'll do it if they find you out here. Come on. Wer bist du? Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? You mean why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with nah. Rest himself with my Anna Lee. And she not but 15. I'm sorry. When he said my grandson, baby, he put in her, was by the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Okay. Ich bin mir sicher, wir können ihm vertrauen. Und hier wird auch nichts Schlimmes passieren. Jane Doe. Sorry? Your daughter.
She was 8 months pregnant, blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Lügner! Oh, thank God. Die war doch tot, oder? Oh, thank God. And God bless you. Come on. So, ich komme gleich. Wir gucken, ob es hier hinten irgendwie Batterie oder irgendwas gibt. Aber anscheinend nicht, nein. Wait now, before somebody sees you. Ja, 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 ja. Bin ja schon da. Ui! Oh, oh, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. Okay, ich gucke jetzt erstmal. Ich sag verdammt oft okay heute. Ich wollte gucken wegen der Batterie oder irgendwas hier. Dass hier sowas gibt. Hm. Ja, 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 ja. Jetzt tu mal mich nicht so hetzen hier. Es gibt also auch freundliche NPCs hier. Will ich da wirklich runter? Das sah gerade sehr eklig aus. It's all right. You just relax here. I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Ethan heißt der Gute, okay. Von mir aus. Dann würde ich sagen, legen wir uns mal schlafen. Und ich bin mir sicher, Ethan geht's auch nachher noch gut. Und uns auch, wenn wir gerade schon mal dabei sind. Ich habe ein verdammt schlechtes Gefühl dabei. Nee, ehrlich, wir hatten jetzt etwa 17 Minuten Spiel ohne irgendwelche nennenswerten Zwischenfälle. Das ist eine Serie, die wird wahrscheinlich nicht mehr lange anhalten. Das ist sehr dunkel und schwarz und ja, mein Speicherpunkt, das ist... Das weiß ich nicht, es ist schwarz und dunkel. Ja, nicht nur du. He's coming. He's here! Ah, get away! Ah! Ja, das. I ain't had nothing. Righteousness cannot pass in blood. Oh nein. Coins, but the blood of your heart. Oh nein. I came Papa's gospel. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was. The prophet don't need your help in finding the devil's whore. No questions even now, other heretics in chapel. Oh nein. Das ist die Frau, die uns schon mal gejagt hat, da. You sin when you deny the prophet, your daughter. You sin since to deny. Please, please just let me talk to now. No, the outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both were. Let me talk to him. I can explain. God don't hear dead men. Ich möchte eigentlich gar nicht wissen, was da oben gerade vor sich geht. Das ist, Wow. Was war das denn gerade? Ich will da nicht hoch. Ganz ehrlich, ich will da nicht hoch. Nein, das ist ganz tolle Idee hier gerade, was du hier machst, Junge.
didn't give me up to her. Not even though she... Thank you. Ja, vielen Dank. Jetzt fühle ich mich viel sicherer hier. That woman, or whatever she is, beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Warte mal, das müssen wir noch mal angucken. That woman, or whatever she is, beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Da ist ein Artefakt hier in der oberen linken Ecke. Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise eine Bedeutung hat, aber da hat man auf jeden Fall was gesehen. Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Batterie! Gott sei Dank, wenigstens das. Wie viel haben wir jetzt? 2 Batterien, 3 Verbände. Na gut. Das war vorher nicht offen. Ich glaube, hier geht's weiter. Wow, Wasser. Ich bin schon wieder so unruhig und nervös. Ich finde das aber, ich finde das viel zu dunkel hier, das ganze Spiel. Die große Tatsache, dass du im Prinzip, du siehst ja gar nichts, wenn du nicht deine Nachtsicht benutzt. Ich meine, das hatten wir im originalen Outlast hatten wir das auch, ja, gar keine Frage. Aber bei... Was war das? Bei weitem nicht so oft und so extrem. Du bist ja... Okay. Das ist ja, hier ist das ja wirklich extrem. Ich habe komplett den Überblick verloren, ja? Das ist, Schwimmen ist anstrengend. Finde einen Platz, um dich zu erholen, stand da gerade. Ich glaube, ich wäre fast abgesoffen. Deswegen ruhe ich mich jetzt hier gerade mal kurz aus. Über die Brücke oder hier weiter? Ne, da ist ein Tor, da geht es nicht lang. Müssen wir wohl also hier rüber. Ich habe fest damit gerechnet, dass diese komische Frau uns jetzt wieder verfolgt. Aber irgendwie. Wow. Jetzt Kornfeld. Und sind das Kreuze oder einfach nur Pfähle? Weil, obwohl einfach nur Pfähle, sagt er so einfach. Das ist natürlich viel besser. Nailed them to wood. Das ist heftig. She was just a kid. Wow, Moment. Sie war nur ein Kind? Wer war nur ein Kind? Nochmal, wer war nur ein Kind? Diese Masken, die sie ihnen aufgesetzt haben, ne?
Wow. Ich glaube, hier habe ich schon mal... Hier habe ich, glaube ich, schon mal was von gesehen. Da ist er. Oh. Fuck. Jesus Christ. Das ist... Call her Martha. Martha, okay. Smell of what she burned, like coal smoke and frankincense. Martha heißt die gute. Also gut, haben wir jetzt... Ist Martha unser neuer Walker? Ja, auf jeden Fall so viel zu anscheinend verfolgt sie uns ja doch nicht. Doch, sie ist hier. Mama Martha ist da. Okay, ich komme da schon mal nicht durch. Möchte ich wissen, warum diese Blutspur da lang führt? Ich meine, ja, Martha hat da irgendwas langgezogen. So viel habe ich schon wahrgenommen. Ah, hier geht's rein. Der kommt genau auf uns zu. Das ist natürlich unglücklich. Oh Gott, ist das... Wenn man hier im Dunkeln navigieren muss... Und an den Kerl auch noch vorbeischleichen muss, das ist schon... Heftig. Vor allem, ich habe gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Irgendwas war da gerade. Hier ist Licht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist ja direkt neben mir. Der ist direkt neben mir, der wird mich finden. Oh fuck, ich weiß auch, ich habe auch noch keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist das Schlimme daran hier gerade. Oh verdammt. Ach, da geht's ja gar nicht durch. Verdammt, wo bin ich? Ich bin gerade verwirrt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich jetzt hierher gekommen bin. Nee, wirklich. Das verwirrt mich jetzt. Das verwirrt mich wirklich. Muss ich jetzt ins Haus oder? Hier ist ja ein Haus, ne? Aber da komme ich nicht rein. Oh! Guten Tag, die hängt da schon etwas länger. Aber wahrscheinlich nicht wegen mir. Hoffe ich zumindest.
Und da ist noch eine Batterie. Okay. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Ich habe wieder zwei und die Batterie, die ich in der Kamera habe, richtig? Gut, aber es ist zwar kaum etwas passiert. Ich muss an dieser Stelle trotzdem erstmal eine kleine Pause machen, sonst kriegt ihr nämlich auch die heutige Folge nicht zu sehen, weil ich die tatsächlich auch heute erst aufnehme. Von daher sage ich einfach mal, das war Outlast 2 für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es hoffentlich wieder ein bisschen mehr Action auch gibt. Ich meine, es war eine relativ ruhige Episode, so viel ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht passiert. Aber ich denke, dass sich das in absehbarer Zeit wieder ändern wird. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht.